High nut pitch. Oh my gosh. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur zweiten Aufnahme als kranker Mann. Ich sollte gleich nach diesem Spiel geprimed sein. Ich habe letztes Mal angefangen darüber zu sprechen und ich dachte mir, komm, ich spreche jetzt einfach mit euch durch. Und zwar geht es um VidMe, eine Seite, die ist gar nicht mehr so arg neu, aber sie ist gerade so ein bisschen im Fokus, weil einige YouTuber dahin wechseln oder auch dort hochladen. Nicht komplett wechseln, ich denke, ein Wechsel von YouTube dahin ist auf jeden Fall totaler Schwachsinn. Oh fuck, hat er mich doch gedrückt, ne? Weil es nie im Leben so groß sein wird. Also denke ich jetzt einfach mal als eben YouTube. Short. Too short. Ich crawl wieder, während ich baller, ich bin so dumm. Diese Seite sagt von sich, dass sie deutlich Creator- und Community-freundlicher sei. Man kann zum Beispiel direkt, sobald man 50 Follower hat auf der Seite, ich stehe jetzt gerade bei 20 oder sowas und habe das erst gestern eröffnet, ich weiß nicht, was da mit euch ab ist, kann man die Monetarisierung eben starten und da sind direkt besondere Sachen mit dabei, wie zum Beispiel, dass sich Abonnenten auch direkt reinkaufen können als Zuschauer oder eben was macht er mit seiner Hand? Oder eben bezahlte, ich weiß nicht, wie es heißt, paid Subscriber oder so. Man kann seinen Creator also direkt deutlich besser und auch viel früher unterstützen, als es auf YouTube der Fall ist. Scheinbar haben die auch noch keine Content-ID-Geschichten, also es gibt keine ID-Treffer, wenn man irgendwas benutzt, wenn man einfach mit irgendwelcher Musikvideos macht oder so, die sind da komplett, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so bleibt, dass sie die Überprüfung einfach umgehen können. Da wird bestimmt bald irgendwas kommen. Aber ja, es ist halt einfach eine gemütliche Sache, bei der ich mich jetzt auch angemeldet habe. Der Link ist in der Videobeschreibung, da heiße ich auch der Dummbabbler, also ist leicht zu finden. Hey, Longstar. Alter, er gibt mir direkt, ne? Ich habe nur noch 30 AP. Was hat er denn jetzt mit mir gemacht? Hat er einen Scout gehabt? Ja, die Jungs werden zerlegt. Incoming. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Im Moment lade ich da die Videos einfach auch so hoch wie hier auf YouTube. Also es sind genau dieselben. Ich weiß nicht, ob ich da mal mit mir Exclusive-Zeug machen werde oder wie auch immer. Also außer es würde sich halt extrem anbieten, weil da voll viele Leute dabei wären, die dann irgendwie da diese bezahlte Userschaft antreten oder hin und her und das eben fordern. Aber solange das nicht eintritt, reicht es, denke ich, einfach dort Videos hochzuladen, die ich auch hier hochlade. VidMe macht einem das extrem einfach. Fuck, oh Gott, der steht einfach close. Ihr könnt einfach mal reinschauen und sagen, was ihr von dieser Seite haltet. Einige haben schon gesagt, dass sie es sehr angenehm finden. Man kann auch direkt in Night Mode und diesen Mode und links und rechts. Also es ist halt deutlich übersichtlicher als auf YouTube und schön zu nutzen. Aber man muss natürlich realistisch bleiben und sagen, dass es ist, also meiner Meinung nach, sich nie durchsetzen würde von wegen, oh, VidMe hat jetzt mehr Zuschauer oder Creator als YouTube, nie im Leben. Er hat eine Orb, egal. Nicht egal. Aber nichtsdestotrotz kann man es einmal probieren, vor allem wenn es wirklich so gut wie überhaupt keinen Aufwand erfordert, dort etwas hochzuladen. Ihr könnt nicht glauben, wie easy das ist und wie schnell das geht. Das geht praktisch über eine Art YouTube-Transfer. Das ist der Hammer. Naja, ich save jetzt mal die AK. Ich habe ein bisschen Schiss, dass der mir einfach eine reindrückt. Ja, so viel dazu. Ich denke, das hier ist einfach jetzt das offizielle VidMe-Ankündigungsvideo von mir. Ich warte einfach auf eure Rückmeldung bezüglich dieser Seite, bevor ich da irgendwas Exklusives machen sollte. Also, es ist dort eh erstmal wichtig, dass ich diese 50 Follower habe, damit ich die volle Partnerschaft bekomme. Dann kann ich auch erst mehr Videos hochladen. Im Moment kann ich, glaube ich, die Woche nur 800 Megabyte oder 3 Gigabyte Videos insgesamt hochladen. Dann ist mein Speicher praktisch voll dort. Die haben das schon ein bisschen limitiert, damit dann nicht jeder Hans Wurst einfach direkt hinkommt und das zuklatscht. Also auf YouTube ist es ja so, dass sehr viele kleine Kanäle ultra viele Videos hochladen oder hochgeladen haben. Die verbrauchen ja auch Traffic. Low too. Und so kann man das natürlich verhindern. Finde ich nicht schlecht, weil es natürlich stark abfuckt, wenn man gerade von vielen Kleinen irgendwelchen Stuss online hat. Da ist es natürlich eine nette Sache mit diesen 50 Followern, dass man die erstmal erreichen muss, bevor man so viele Sachen hochladen kann und eben die ganzen Partnerschaften hat. Diese Follower sind übrigens kostenlos, also nur ein bisschen mal erwähnt. Das sind einfach halt, man drückt auf Follow und das war's. Ja, so viel zu VidMe. Es gab dann noch eine Sache, die will ich aber auch in ein extra Video packen, und zwar diese Giveaways. Da will ich jetzt noch ganz kurz anschneiden, dass die Giveaways in Zukunft anders verlaufen werden. Gerade das letzte lief sehr schlecht, dieses Knife-Giveaway, also von seinem eigentlichen Nutzen her, beziehungsweise seinem Sinn, der hinter diesen Giveaways steht, hat gerade dieses Knife-Giveaway extrem daneben geschlagen. Es war wirklich unglaublich. Das Giveaway, das davor kam, mit den paar Blue-Skins, die ich daraus genommen habe, diese Blue-Pistol-Dinger oder was es war, es lief tausendmal besser wie das Knife-Giveaway. Ist schon echt ein bisschen lächerlich. Viele von euch haben mich angeschrieben, lass es doch und verkauf einfach die Skins, dass du das Geld hast. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Also sehr nett, dass ihr das sagt, aber ich will schon, dass ihr das bekommt. Einfach, dass die treuen Zuschauer, dass die diese Skins bekommen. Aber
So kann ich es in Zukunft nicht weiter handhaben, wie ich es gerade mache. Weil es, also Giveaways an sich sind auf YouTube einfach immer schlechter oder ungerner, das ist ein richtiges Wort, gesehen. Sie laufen nicht mehr so wie früher. Aber das können wir ganz einfach umgehen. Ich spreche das dann noch. One of the toilets. He's now on short. He's short. He's down. Another one toilets. He's coming. Aber da mache ich, wie gesagt, was Eigenes dazu, dass ich das schön erklären kann. Alter. Ey, wollt ihr mal. Ah, ich habe zwei gekillt. Okay. Was habe ich ihm noch was gegeben? 61. He's low HP. Ich dachte erst, ich hätte keinen gekillt. Mensch, es geht los. Thanks. Hier war noch einer. Keine Ahnung wo, aber da war noch einer. Kein Kevlar, auf. Ich hoffe, er ist down. Bitte sei down, bitte sei down, bitte sei down. Ja, nice. Coming. Monster ist down. Ich will endlich Prime sein. Lauft, lauft, lauft. Oh mein Gott, er gibt mir den Headshot des Todes. Jetzt muss ich auf meine alten Tage noch P90 spielen und die Dödel lassen die Bombe liegen. Hey, ich merke schon, dass ich jetzt gerade, glaube ich, etwas übertreibe. Meine Voice schmerzt etwas. Bitte, bitte, fuck. Ich gucke, dass ich jetzt nicht so viel spreche, okay? Gut, gut. Kill Compilation. Let's go. Yeah. Boom, das ist der erste. Eine AP-Action. Oh my gosh. Gegen der P90 mit einem AP. Holla die Waldfee. Oh mein Gott, bump down. Alter, mit einem AP. Ballerina. Ja, ich wollte gerade sagen, was passiert hier gerade? Leute, Level 21 und sogar, guck mal hier, 33 Kills, gar nicht mal so übel, ich weiß. Naja, okay, Goldnova Bums. Goldnova Master, da unten steht's ja. So, wir müssen jetzt also geprimed sein. Oh yeah. Dann könnt ihr euch also jetzt schon mal dick freuen auf die nächsten Prime-Matchmaking-Spiele. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Vielen Dank, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.